tatsächlich komplett vergessen, Ihnen den Titel zur heutigen Vorlesung zu filmen. Deswegen holen wir das jetzt ganz schnell leger hier nochmal nach. Es geht heute um das Thema Regularisierung. Irgendwo steht's da drin, da unten steht's, ja. Was das ist, bleiben Sie dran. In einer guten Stunde wissen Sie's. Hoffentlich. Viel Spaß. Also, als erstes müssen wir uns mal überlegen, was soll eigentlich unser neuronales Netz sein? Ja, unser neuronales Netz soll ja eine Maschine sein, die selbstständig lernen kann, die also, ja, die etwas lernen kann. Dann müssen wir zuerst mal fragen, was heißt denn überhaupt lernen? Und wenn man die Didaktiker fragt, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was die Angehörigen der Zunft der sogenannten Didaktikwissenschaften da so sagen. Aber ich denke mal, der gesunde Menschenverstand hilft einem da schon. Eigentlich ist es ziemlich offensichtlich, es gibt unterschiedliche Arten, wie ein Mensch was lernen kann. Nämlich es gibt Dinge, die kann man auswendig lernen. Ja, das ist der Streber hier, der lernt Lateinvokabeln auswendig. Ja, den legen Sie in ein Vokabelheft hin und sagen bis morgen 10 Seiten und dann paukt er die 10 Seiten Vokabeln sich in den Kopf rein und dann kann sie morgen alle. Das ist der Streber. So lernen kann man zum Beispiel wunderbar mit Karteikarten. Ja, Karteikartensysteme sind dafür gemacht, um genau das hier zu erreichen. Es gibt eine zweite Art von Lernen. Und zwar, das ist das Lernen, das zum Beispiel so ein Flugzeugbauingenieur benötigt. Dem nutzt es wenig, wenn er auswendig lernt, wie alle Flügel der Welt aussehen. Der muss verstehen, wie die Aerodynamik funktioniert. Der muss verstehen, was passiert, was an Physik passiert am Flügel, damit er berechnen kann, wie sein neuer Flügel aussehen muss, damit er den Zweck erfüllt. Da nutzen ihm alle Karteikartensysteme der Welt überhaupt nichts dabei. Er muss es verstehen. Ja, also es gibt Büffeln, auswendig lernen, Karteikarten lernen und es gibt Verstehen, etwas selbst tun, drüber nachdenken, Erkenntnis gewinnen und dann, wenn man es verstanden hat, kann man nämlich extrapolieren. Dann kann man nicht nur alle Vokabeln wiedergeben, die man so gelernt hat, sondern man kann extrapolieren, man kann sich in was Neues vorwagen. Ja? Man kann neue Flügel konstruieren, die es noch nie vorher gegeben hat. Ja? Der baut ein neues Flugzeug, das anders ist als jedes Flugzeug, das es vorher gab. Das konnte auf keiner Karteikarte je draufstehen, das hat nie auswendig lernen können. So, jetzt ist die Frage, was machen unsere neuronalen Netze? Sie haben ja jetzt schon neuronale Netze trainiert. Und Sie haben gesehen, man kann eigentlich hergehen und kann das neuronale Netz traktieren mit irgendwelchen Trainingsmustern. Und dann lernt das Ding. Also, was macht das neuronale Netz? Klar, das neuronale Netz macht das hier. Das neuronale Netz ist ein Streber. Und das macht es ganz leicht und ganz gut und ganz schnell. Deshalb sind die Leute auch so begeistert. Und jedes Kindergartenkind kann hergehen, irgendwie mit TensorFlow oder mit Keras ein neuronales Netz zusammenbasteln, dem irgendwas vorwerfen, was es lernen soll. Und hurra, das lernt. Ja, das lernt und macht es. Das ist so einfach, das macht es von selbst. Überhaupt kein Problem. Das unser neuronales Netz ist ein perfekter Streber. Also, Erkenntnis Nummer 1, unsere neuronalen Netze sind perfekte Streber. Schon mal nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir darüber nachdenken, was wollen wir denn, was unser neuronales Netz eigentlich ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, ja, dieses Beispiel hier. Buchstaben im 5x7 Raster, ja, da können Sie alle 26 Buchstaben des ASCII-Alphabets so darstellen. Wenn Ihr Chef Sie fragt, schreiben Sie mir mal ein Computerprogramm, das Bildchen von solchen Buchstaben erkennt und richtig zuordnet, welcher Buchstabe ist auf dem Bildchen drauf. Würde jeder von Ihnen sofort hinkriegen, bin ich sicher. Aber vermutlich, hoffentlich, wird es keiner mit dem künstlichen neuronalen Netz machen, ja, weil das Problem ist ja einfach zu lösen. Ich muss nur gucken, wie ist welches Pixel gesetzt. Oder ich kann das ganze Muster vergleichen, da brauche ich kein neuronales Netz dafür. Ja. Also das Problem ist schon lang gelöst. Und nicht nur das,
Jedes Problem, das ein Streber kann, ist schon lange gelöst. Ja, es gibt schon lange Datenbanken, da stehen alle Vokabeln, alle Lateinvokabeln drin, die es überhaupt bloß gibt. Also wir brauchen keine Maschine, die Lateinvokabeln auswendig lernen kann, weil ja, das mache ich nicht mit dem neuronalen Netz. Und die Erkenntnis, die ist ziemlich wichtig, weil die Erkenntnis ist der Grund, warum neuronale Netze über die Jahrzehnte so einen schlechten Ruf haben. Ja, unsere neuronalen Netze, wie wir sie heute benutzen, die gibt es schon seit 1960, also seit 70 Jahren. Ja, 60 Jahren. Ne? Seit 60 Jahren gibt es die Dinger schon, fast unverändert. Warum hat die 60 Jahre lang niemand benutzt? Ja, ganz einfach, weil die Leute gesagt haben, ist ja schön, was ihr da macht. Nette Spielereien und faszinierend, dass es funktioniert, faszinierend, dass das Ding von selber lernen kann. Aber ihr löst mit dem Ding ausschließlich Probleme, die schon lange gelöst sind. Ja, die waren sogar 1960 schon anders gelöst, die Probleme. Die Streberprobleme. Also, was wir vom neuronalen Netz wollen, ist eben, dass es kein Streber ist. Und da fängt jetzt die Wissenschaft an, die Wissenschaft der Data Science, wenn Sie wollen, auch die Wissenschaft der künstlichen Intelligenz. Sie haben schon mitbekommen, ich mag diesen Begriff, die Bezeichnung eigentlich nicht so ganz, weil was wir hier machen, ist Machine Learning. Wir versuchen, Maschinen zu bauen, die lernen können. Mit künstlicher Intelligenz hat das nicht unbedingt was zu tun. Na, wenn es nachher den Eindruck hat, die Dinger seien intelligent, dann deutet es vielleicht auch nur darauf hin, dass wir, die wir das angucken, nicht so besonders intelligent sind. Ich weiß es nicht. Aber heute bürgert sich das so ein, schleift sich das so ein, dass man dazu eine künstliche Intelligenz sagt. Aber sicher nicht zum Streber. Der Streber hat ganz sicher nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern vor allem ist es einer, den wir nicht brauchen. Ja, kein Mensch braucht sowas. Also, wie kriegen wir unser neuronales Netz dazu, dass es kein Streber ist? Ja, was können wir dazu tun? Da ist die Frage, da müssen wir erstmal überlegen, was heißt denn Streber? Streber heißt, das neuronale Netz lernt alles auswendig. Ja? Ich glaube, ich habe auf der nächsten Folie jetzt mal drauf. Genau. Lernt alles auswendig. Genau das soll das neuronale Netz nicht tun. Ja? Das neuronale Netz soll unser Problem schon so weit auswendig lernen, dass es das Problem versteht. Da muss es ein Stück weit auswendig lernen. So wie der Flugzeugingenieur, der muss natürlich auch schon wissen, wie ein Flugzeugflügel aussieht. Ja, wenn der noch nie einen Flugzeugflügel gesehen hat, wird er sich schwer damit tun, einen neuen zu bauen. Also es muss schon was wissen. Auch unser neuronales Netz muss schon auch ein bisschen Karteikartenlernen sich aneignen. Aber es darf nicht auswendig lernen, es darf nicht Vokabeln büffeln. Es muss umgehen können, das ist der Trick, mit neuen Dingen, mit Dingen, die es vorher noch nie gesehen hat, also eben nicht wie eine Datenbank, einfach nur alles abspeichern und dann das exakt wiedergeben, weil das kann die Datenbank besser als unser neuronales Netz. Also unser neuronales Netz sollte in der Lage sein, mit Daten umgehen zu können, die es vorher nicht gesehen hat. Und im Zweifel, wenn die Daten ganz anders aussehen als das, was es gelernt hat auf seinem Kärtchen, noch raten können und vielleicht sogar gar nicht schlecht raten können. Also so ein Hint geben, ja, vielleicht könnte es ja das sein, obwohl ich bin mir nicht sicher. Ja, die Datenbank wird sagen, nö, das Bild war nicht in meinem Plan, ist nicht bei mir abgespeichert, das kenne ich nicht. Ja. Das neuronale Netz sollte das können. Es sollte sagen können, ja, das Bild kenne ich nicht, aber den Buchstaben kenne ich nicht, aber es könnte vielleicht doch ein A sein. Und wenn wir das schaffen, dann hätten wir eine Fähigkeit von unserem neuronalen Netz, die eine Datenbank nicht hat. Dann hätten wir ein Problem gelöst, das nicht schon lange gelöst ist. Und das ist genau das, was wir wollen. Also wir müssen unser neuronales Netz zu bekommen, ein Stück weit auswendig zu lernen und dann aber weiterzugehen und auch ein bisschen Intelligenz zu entwickeln. Und das ist das Schwierige. Also den Streber programmieren, das kann wirklich jedes Kindergartenkind, ja? Irgendein Tutorial und das funktioniert und alle schreien Hurra und freuen sich, dass das neuronale Netz was gelernt hat. Ist aber zunächst mal völlig uninteressant. Merken Sie sich das? Ja, also dem neuronalen Netz irgendwas einpauken ist völlig uninteressant. Das kann man auf andere Art und Weise besser machen und ist schon lange gelöst. Das neuronale Netz soll vorhersagen können, soll unbekannte Dinge können.
Und das müssen wir ihnen jetzt beibringen. Und wie man das macht, das ist das Thema der heutigen Vorlesung. Da geht es jetzt dann gleich weiter. Die Begriffe, um die wir uns jetzt kümmern müssen, die wichtigen beiden, sind Overfitting und Generalisierung. Was ist damit gemeint? Ich habe Ihnen hier mal einen Datensatz aufgezeichnet, wie Sie ihn noch von früher kennen, von unseren OR- und XOR-Beispielen. Und zwar haben wir wieder zwei Parameter, Input 1, Input 2 aufgetragen und je nachdem, wie groß die sind, sollen unsere Elemente entweder zur Gruppe, zur Menge der gelben Kringel oder zur Menge der grünen Kreuze gehören. So, die Frage ist, wie liegt jetzt unsere Linie drin, die diese beiden Bereiche voneinander trennt? Sie sehen, das ist nicht ganz so schön wie beim OR, weil das wird jetzt komplizierter sein. Ja? Das einfachste Beispiel. Die einfachste Möglichkeit habe ich Ihnen hier eingezeichnet. Man kann natürlich hergehen und sagen, okay, wir machen hier so eine Gerade. Und mit dieser Gerade, da können wir jetzt wie beim OR sagen, bist du auf der einen Seite von der Gerade, dann bist du ein gelber Kreis, bist du auf der anderen Seite von der Gerade, dann bist du ein grünes Kreuz. Sie sehen aber natürlich, das geht so nicht. Ja, das ist zu einfach. Zwar ist so ein sehr allgemeines Modell wie eine Gerade ist eigentlich sehr schön, weil wenn die stimmen würde, dann könnten wir das sogar extrapolieren. Ja, wir könnten auch, wenn wir wissen, das ist diese Gerade, dann können wir auch ganz da oben irgendwo, da wo wir überhaupt keine Messpunkte im Moment haben, können wir sagen, ja, wenn du auf der einen Seite bist gelb, wenn du auf der anderen Seite bist grün. Aber es ist zu einfach, das ist sicherlich nicht overfitted, das ist eindeutig ein Modell, das ist underfitted. Ja, das Modell ist zu einfach für diese Daten. Dafür könnte man sagen, das Modell generalisiert. Also, wie gesagt, wieder angenommen, wir wissen, das ist eine Gerade. Ja, also bei unserem OR oder bei unserem AND, es ist vielleicht eine Gerade. Dann macht es natürlich Sinn, dieses Wissen in das Modell einzubauen und zu sagen, ja, dann macht er auch eine Gerade und dann ist gut so. Und alles, was falsch ist auf dem Bild jetzt, das sind eben falsche Samples. Ja? Da hat jemand falsch gemessen. Und in Wirklichkeit ist das hier auf der Seite gar kein grünes Kreuz, sondern das ist, müsste eigentlich ein gelber Kringel sein. Hast irgendwie nicht genau genug hingeguckt, irgendwie sowas. Ja? Also wenn wir das Wissen haben, das zusätzliche Wissen, denn Bias, sagt man dazu im Data Mining, dann können wir so eine Gerade da reinlegen. Wenn wir das Wissen nicht haben, das ist der Normalfall, dann würde man sagen, das ist ziemlich sicher underfitted. Wie kann man es besser machen? Ja, man kann ein schönes neuronales Netz bauen, ein größeres, also nicht nur drei Neurone, die so eine Gerade bauen können, sondern mehr Neuronen, 50 Neurone in mehreren Schichten und so weiter. Und dann kriegt man ruckzuck ein Modell, ein neuronales Netz, das ohne weiteres in der Lage ist, unsere Trennlinie so reinzumalen, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Ja? Also richtig schön um jede feine Ecke rum. Jetzt kann unser neuronales Netz jedes dieser Dinge richtig vorhersagen. Wunderbar. Nee, natürlich nicht wunderbar. Jetzt ist es overfitted. Jetzt haben wir ein neuronales Netz, das hat auswendig gelernt. Das hat jedes einzelne grüne Kreuz und jeden einzelnen gelben Kringel auswendig gelernt. Und kann sagen, ja, okay, wenn du genau an der Stelle bist, dann bist du ein grünes Kreuz. Wenn du genau an der Stelle bist, dann bist du ein gelber Kringel. Aber was ist, wenn das echte Sample dazwischen ist? Wenn das an der Stelle ist, wo hier eben weder ein grünes Kreuz noch ein gelber Kringel ist. Und der Streber, der overfittete Auswendiglerner, der kann damit nichts anfangen. Der kann dann nur sagen, weiß ich nicht. Habe ich nicht gelernt, hat mir keiner gesagt, was das sein soll, dann kann ich es auch nicht sagen. Aber genau das ist es ja, was wir von unserem neuronalen Netz wollen. Und jetzt kommt der dritte Begriff, den Sie brauchen. Der dritte Begriff, Overfitting, Generalisierung, Underfitting könnte man sagen, noch als Zusatzbegriff. Aber der wichtige Begriff heißt Regularisierung. Wir wollen unsere neuronalen Netze regularisieren. Das heißt, wir wollen aus dem overfitteten Netz so ein perfektes Modell bauen, wie auf der anderen Seite.
Wir wollen nicht bis zum Underfitting gehen, aber wir wollen einen möglichst guten Kompromiss finden. Und dazu brauchen wir Werkzeuge und das wichtigste Werkzeug dazu, das wichtigste Werkzeug sind unsere Daten. Weil letzten Endes lernt unser neuronales Netz immer nur das, was in den Daten drin ist. Das heißt, sie müssen an den Daten arbeiten, um dem neuronalen Netz das Richtige beizubringen, das, was sie ihm beibringen wollen. Nur über die Daten können sie es dem Ding sagen. Die Vorgehensweise ist ganz einfach, seit vielen Jahren im Data Mining wohl etabliert. Ganz wichtig, wir trennen unseren Datensatz am besten in drei Teile. Der erste Teil ist der Trainingsdatensatz, ja, das sind die Daten, mit denen das neuronale Netz trainiert wird. Das ist easy, ja, neuronales Netz bauen, trainieren, es lernt auswendig, es wird ein Streber und ist overfitted, aber das funktioniert. Zweite Schritt, Sie nehmen den zweiten Teil des Datensatzes, den das Netz bisher nicht gesehen hat, und lassen das Netz mal einfach nur vorhersagen, wie gut kannst du denn jetzt diese unbekannten Daten erkennen. Und wenn es die Daten gut erkennen kann, dann können wir sagen, ja, es scheint so, als würde unser neuronales Netz generalisieren. In aller Regel wird es das nicht tun. Ja, in aller Regel wird es zwar die Trainingsdaten gut erkennen, aber die unbekannten Daten, die es eben nicht hat lernen können, die wird es nicht so gut erkennen. Und jetzt kommt natürlich die Aufgabe, jetzt müssen Sie regularisieren. Das ist das, was ich Ihnen nachher zeige, die Werkzeuge dazu. Also das neuronale Netz so zu quetschen und zu drängen und zu schieben, dass es die Daten aus dem Validierungsdatensatz auch gut erkennen kann. Und jetzt sagen dann die meisten Leute, ja wunderbar, jetzt habe ich ein generalisiertes neuronales Netz. Wunderbar, ist natürlich Unsinn, weil der erste Schritt oder hier die Nummer zwei, die ist schnell gegangen. Ja, auswendig lernen kann das Ding von alleine, da brauchen Sie nichts dafür tun. Das schafft es, ohne dass Sie viel arbeiten. Dann haben Sie ganz viel Zeit investiert, so lange an Ihrem neuronalen Netz zu massieren und zu drücken und zu quetschen, bis es die Validierungsdaten auch gut kann. Was haben Sie gemacht? Sie haben an der Stelle Ihr neuronales Netz overfitted an die Validierungsdaten. Das geht natürlich auch. Ja, man kann das neuronale Netz auch an die Validierungsdaten overfitten. Und genau das macht man. Und um das auszuschließen, muss jetzt eben am Schluss nochmal ein Test her. Und der Test, der geht mit dem dritten Teil des Datensatzes. Man sagt, die Daten hast du jetzt noch überhaupt nie gesehen, liebes neuronale Netz. Sag mir mal, was du damit anfangen kannst. Und wenn die dann genauso gut gehen wie die oberen beiden, also am besten alle drei gleich gut, Train, Valid und Testdatensatz gleich gut, dann haben sie ein gutes neuronales Netz. Wird in aller Regel auch nicht so sein. Ja, in aller Regel werden die ganz neuen Testdaten wieder nochmal schlechter sein. Ja, dann haben sie es halt nicht richtig gemacht. Wenn Sie sich Tutorials im Internet angucken, dann finden Sie fast immer 99% finden Sie nur eine Aufteilung in zwei Datensätze, niemals in drei. Weil die Leute denken, ja, wenn ich das mit dem Validierungsdatensatz teste, dann kann ich das ja nachweisen. Wie gesagt, das stimmt natürlich nicht. Weil man sehr viel Zeit investiert ins Regularisieren, macht man zwangsläufig ein Übertraining, ein Overfitting auf den Validierungsdaten. Das heißt, alles, was Sie so machen, wird zwar auf dem Papier gut funktionieren, Sie kriegen da eine schöne Statistik, ja, gute Accuracies, aber wenn Sie dieses Netz nachher in der Praxis anwenden, dann kommen ja neue Daten. Ja, der Zweck nachher einer Anwendung des neuronalen Netzes ist ja nicht, Daten wiederzuerkennen, die Sie haben mal auswendig lernen lassen, sondern der Zweck am Ende ist ja, wirklich neue Daten vorherzusagen. Und das müssen Sie natürlich auch testen vorher. Sonst ist das Unheil und die Katastrophe vorprogrammiert. Also, auch wenn Sie das fast nirgends lesen, dass man das heutzutage so macht, oder dass man das eigentlich so macht, machen Sie es bitte nach Möglichkeit immer mit drei Datensätzen arbeiten. Regularisierung ist das Stichwort. Ja? Da natürlich das so wichtig ist und neuronale Netze schon relativ alt sind, ist klar, dass über die Jahrzehnte viele, viele Menschen viele, viele Ideen gehabt haben, wie man das bewerkstelligen kann. Letzten Endes läuft alles drauf raus. Wir müssen das Overfitting verhindern.
Das heißt, alles, was das Lernen stört, ist gut für die Regularisierung. Ja, nicht ganz alles, aber fast alles. Und das kann man vielleicht nicht so ganz pauschal sagen. Ja, wenn Sie den Streber in der Schule, ich sage immer gern der Olli, ja, der Olli ist der Streber gewesen bei uns früher in der Schule. Also wenn Sie dem Olli Kopfhörer aufsetzen mit Heavy Metal und ihn gleichzeitig noch irgendwie an den Haaren ziehen, dann kann er nebenher wahrscheinlich keine Vokabeln lernen. Und es wäre jetzt aber natürlich auch nicht ganz richtig zu sagen, okay, wenn ich den Olli daran hindere, Vokabeln zu lernen, dann wird er intelligent. Wenn er Vokabeln lernt, wird er nur ein Streber. Ja, ganz so ist es natürlich nicht. Also man darf nicht durch die Regularisierung die Fähigkeiten vom Neuronales, die Lernfähigkeiten komplett wegregularisieren. Man muss es nur auf ein vernünftiges Maß reduzieren. Eben genau dahin, wo wir es brauchen. Und das muss man mit Fingerspitzengefühl tun. Und das hängt auch von der Anwendung ab. Es kann sein, es gibt Datensätze, es gibt Probleme. Da ist eben die eine Regularisierungsmethode die bessere und es gibt Datensätze, ist eine andere, die bessere. Und meistens braucht man mehrere oder vielleicht sogar alle, vom einen mehr, vom anderen weniger. Und deshalb kann ich es eben nicht ersparen, da durchzugehen. Wir gehen jetzt durch alle durch. Ich habe mir allerdings mal Gedanken gemacht und habe versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen und habe das auf 7 Stück reduziert, also die 7 goldene Regeln der Regularisierung. Sagen Sie wegen mir ADOS, 7 goldene Regeln der Regularisierung. Und durch die wollen wir jetzt mal durchgehen. Regel Nummer 1. Keep it knee high to a grasshopper. Der Spruch stammt nicht von mir, der stammt von Geoff Hinton. Hinton ist vielleicht der Guru, den man bewundern kann bei künstlichen neuronalen Netzen in der Deep Learning Welt, der auch in der ganzen Zeit, in der neuronale Netze eigentlich geächtet waren, immer dazugehalten hat und immer die Forschung wirklich vorangetrieben hat. Also, was hat Geoff damit gemeint? Er hat damit gemeint, ja, auf Deutsch könnte man es vielleicht übersetzen mit halte den Ball flach. Also mach nicht zu komplizierte Sachen, sondern mach alles möglichst einfach. Das sagen wir natürlich, wenn wir die modernen neuronalen Netze anschauen, da sind unglaublich viele Schichten drin. Ja, das ist kompliziert bis zum geht nicht mehr. Hunderte von Schichten zum Teil. Und dann sagt er halt so einfach wie möglich. Aber das stimmt. Das ist natürlich relativ. Ja, es kann doch sein, dass Sie für einen Problem, ein großes neuronales Netz brauchen, ein riesiges neuronales Netz brauchen. Aber wenn Sie 2 riesige neuronale Netze haben und das eine ist kleiner als das andere, das eine ist riesiger als das andere, dann mache ich jede Wette, dass in der praktischen Anwendung nachher auf neue Daten angewendet, das kleinere neuronale Netz, das einfacher aufgebaute von den beiden, das bessere ist. Ja, warum? Weil alles, was das neuronale Netz komplizierter macht, führt tendenziell immer zum Overfitting. Sie müssen immer im Kopf behalten, in dem Moment, wo Sie dem Ding die Leine locker lassen, macht es Overfitting. Das ist das, was die Streber halt nun mal können. Und alles, was Sie an Komplexität und an umständlichen Sachen, an zusätzlichen Dingen mit einführen, begünstigt zunächst mal immer das Overfitting. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass man die Netze am Ende groß machen muss, dass sie auch kompliziert werden. Logisch, aber relativ immer versuchen, die einfachere Lösung zu finden, weil die einfachere Lösung, die vielleicht auf Ihren Trainingsdaten nicht so gut ist. Ja, es kann durchaus sein, Sie bauen noch irgendwelche zusätzlichen Schichten mit ein, Sie lesen irgendwas, oh, da hat einer was geschrieben, man könnte noch was ganz Besonderes machen mit den Units. Und dann machen Sie das und dann sehen Sie, oh, wunderbar, bei meinen Daten bringt das 0,5%, super. Das bringt auch bei Ihren Daten 0,5%, ja. Aber ob das nachher in der Anwendung auf anderen, auf fremden Daten auch das 0,5% bringt, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Alles, was das neuronale Netz einen besseren Streber macht, einen besseren Streber werden lässt, schadet der Generalisierung. Also, deshalb ist tatsächlich als Regel Nummer 1 vom Geoff Hinton richtig gesagt, keep it knee high to a grasshopper. Merken Sie sich das. Regel Nummer 2 ist genauso einfach.
Die heißt Early Stopping. Was ist damit gemeint? Trainieren Sie Ihre neuronalen Netze nicht tot. Ja. Wenn ich sehe, was im Praktikum, was die Studenten in ihren Abschlussarbeiten machen, die trainieren und trainieren. Und dann haben sie einen großen Rechner und der kann über Nacht 1000 Epochen trainieren. Ja, dann trainiert man 1000 Epochen. Was passiert? Das Ding lernt auswendig, das Ding wird ein Streber. Das optimale neuronale Netz ist höchstwahrscheinlich eins, das nach relativ wenig Training schon fertig ist. Ja. Eigentlich immer früher, als man denkt. Dabei gibt's einen sehr einfachen Wert, an dem man das ablesen kann. Und zwar schauen Sie sich parallel zum Training einfach an, wie der Loss, also der Fehler, auf Ihren Trainingsdaten aussieht und wie der Loss, wie der Fehler auf Ihren Validierungsdaten aussieht, also auf den Daten, auf denen das neuronale Netz nicht trainiert ist. Und das hier ist ein aktuelles Beispiel aus einem Projekt, das wir laufen haben. Und Sie sehen, nach 20 Epochen, da wird der Loss auf den Trainingsdaten, der wird noch immer kleiner. Ja, das passt sich immer besser an, das lernt immer besser die Trainingsdaten auswendig, das Ding. Die Accuracy unten, also wie viel Prozent ist richtig, die wird auch noch immer besser. Wenn wir uns die Validierungsdaten ansehen, dann sehen wir, dass hier schon ganz früh, ja, schon nach ganz wenigen Epochen, sind die Validierungs ist die Accuracy von den Validierungsdaten eigentlich auf einem Maximum. Man kann da hinten denken, ja, vielleicht steigt da sogar so ganz leicht wieder ein bisschen an. Kann durchaus sein. Aber jetzt schauen Sie mal auf den Loss. Der Loss bei den Validierungsdaten, der fängt ganz früh da vorne schon wieder an zu steigen. Und da, wo der wieder anfängt zu steigen, da ist eigentlich Schluss. Es kann Anwendungen geben, wo man sagt, ich möchte ein bisschen Overfitting haben. Das gibt's. Aber in den allermeisten Fällen ist die Regel eindeutig, an der Stelle, an der bei den Validierungsdaten der Loss ansteigt, der Fehler wieder größer wird, an der Stelle fängt das Ding an zu overfitten, an der Stelle wird es ein Streber und dann wird es tatsächlich nur immer schlechter. Obwohl vielleicht auf die Accuracy betrachtet die Statistik noch besser wird. Die Accuracy auf dem Training wird sowieso immer besser und auch die Accuracy auf den Validierungsdaten kann besser werden. Trotzdem, unter der Haube fängt das Ding schon an, ein Streber zu werden und das wollen wir nicht. Also, ganz früh aufhören. Das heißt nicht, trainieren Sie grundsätzlich nur eine Epoche oder so. Ja, bei tiefen neuronalen Netzen kann es sein, Sie müssen viele Epochen trainieren, auch um dahin zu kommen. Und es kann durchaus sein, es gibt auch neuronale Netze, die nach ganz langer Zeit plötzlich nochmal einen Sprung machen. Ja, da werden wir irgendwann demnächst mal drauf eingehen, dass es solche Fälle gibt. Sogar gar nicht so selten, dass man neuronale Netze sehr lang trainieren muss und dann plötzlich finden sie eine Möglichkeit, doch auf der Fehlerfläche noch einen Pfad zu finden, der nach unten geht. Und das muss man ab und zu mal machen. Man muss ab und zu mal so ein Ding wirklich ganz lang, auch länger als das, nochmal fünfmal so lang oder zehnmal so lang, so viel wie übers Wochenende einfach mal rechnen lassen, um zu schauen, ob sich da hinten vielleicht noch mal was tut, ob da noch mal was passiert. Aber das muss man nicht jedes Mal machen. Das muss man nur einmal machen, zum Überprüfen, ob sowas ist. Und dann ist aber auch gut. Vor allem für das endgültige neuronale Netz, das Sie nachher Ihrem Kunden ausliefern. Da heißt es auf jeden Fall, nehmen Sie eins, das aus einer ganz frühen Phase kommt. Auch wenn da vielleicht die Accuracy, die Sie messen auf Ihren Daten, schlechter ist als da hinten. Also Early Stopping, Regel Nummer 2. Sind wir schon bei der Regel Nummer 3. Und die heißt, be greedy, also sei gierig. Was meine ich damit? Das bezieht sich auf die Daten. Wir brauchen, um künstliche neuronale Netze zu trainieren, Daten. Viele Daten. Das heißt, wieder schauen wir wieder den Olli an, unseren Streber. Ja, wenn der bis morgen 2 Seiten im Vokabelheft Lateinvokabeln auswendig lernen soll, das schafft er locker. Wenn er 3 Seiten auswendig lernen soll oder 5, das schafft er auch noch locker. Wenn wir ihm 10 geben, dann wird es schon langsam schwierig. Wenn wir ihm 25 geben, dann geht er irgendwann in die Knie. Wenn wir ihm 50 aufgeben, dann packt das nicht mehr. Das heißt, eine gute Möglichkeit, auswendig lernen zu verhindern, ist einfach, unserem Ding
so viel zum Lernen zu geben, dass er es nicht mehr schaffen kann. Sowohl erstens nicht in der Zeit und zweitens nicht mit der Kapazität seiner Neurone, also unserem künstlichen neuronalen Netz, mit der Kapazität der künstlichen Neurone. Und das heißt, viele Daten sind gut. Ja, ich habe oben hingeschrieben, more is better than much. Also mehr Daten sind besser als viele Daten. Noch mehr Daten sind besser als mehr Daten. Da kann man eigentlich tatsächlich fast nie genug können. Ja, wenn ich arbeite ja so im medizinischen Umfeld auch, versuche Diagnosen zu machen mit Ärzten zusammen. Und wenn ein Arzt zu mir kommt, der sagt, ich habe ganz viele Daten, so viele Daten hat noch nie jemand gehabt, da können wir wirklich was Tolles draus machen, dann frage ich ihn, dann sagt er, oh, ich habe 25 Patienten. Ja, schön. Wenn es 250 wären, wäre es besser. Wenn es 25.000 wären, dann wäre es richtig gut. Wenn es 250.000 wären, dann könnten wir vielleicht sogar eine KI, eine künstliche Intelligenz draus bauen. Also es ist tatsächlich, es gibt neuronale Netze, die auch mit wenig Daten umgehen können, sonst könnten wir sowas gar nicht machen. Aber mal generell im ersten Ansatz heißt die Regel ganz klar, je mehr Daten, desto besser. Vor allem die Art der Regularisierung durch viele Daten ist natürlich eine ganz andere, weil was wir bisher gemacht haben, früh aufhören zum Beispiel, einfaches neuronales Netz machen, kleines neuronales Netz machen, das behindert ja das Lernen direkt. Also das sorgt dafür, dass das Ding nicht mehr so gut lernen kann, wie es eigentlich will und wie es eigentlich könnte. Während wenn ich mehr Daten reingebe, dann behindere ich überhaupt nicht das Lernen. Im Gegenteil, ja, ich versuche so viel wie möglich zu trainieren, dass das Ding so viel lernt, wie es irgendwie geht, nur es wird dann zu viel. Also das ist Regularisierung nicht durch Behinderung, sondern das ist Regularisierung durch Überforderung, ja, durch mehr fordern, und das ist gut. Ja, wenn man mehr fordert, wenn ich von Ihnen mehr fordere als Student und größere Hausaufgaben gebe, Hausübungen aufgebe, doppelt so viele geben wird, größere Aufgaben geben wird, dass Sie doppelt so viel Zeit investieren müssen, würden Sie vielleicht irgendwann in die Knie gehen und würden sagen, oh, den Kurs kann ich nicht mehr weitermachen. Aber die dabei bleiben, die würden nachher unglaublich viel können. Ja? Also durch Überforderung schafft man auch, das Auswendiglernen zu verhindern, aber auf eine positive Weise. Natürlich auf eine, wenn Sie es machen müssen, ist es, sagen Sie, nee, das will ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Beim neuronalen Netz ist gut, das hat nämlich keinen so einen Willen, das macht es, wenn wir es von ihm verlangen, dann macht es das, ohne da groß nachzufragen. Deshalb mehr Daten ist die Lösung für viele, 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 viele Probleme. Heutzutage Gott sei Dank möglich, zum Beispiel wenn es um Fotos geht, ja, man kann heute viele Fotos machen, was früher nicht möglich war. Wir leben im Zeitalter des Big Data, auch da, ja, also Gott sei Dank ist das heute möglich. Letzten Endes ist das der Grund, also einer der wenigen wichtigen Gründe, warum die künstlichen neuronalen Netze heute so gut funktionieren und früher eben nicht so gut funktioniert haben. Weil wir heute diese großen Datenmengen haben und damit die neuronalen Netze dahin trainieren können, dass sie nicht mehr auswendig lernen können, weil es zu viel wird. Also, more is better than much. Was tun wir aber, wenn wir nicht so viele Daten haben? Das kann ja durchaus sein. Wir haben ein Problem, jemand will was von uns und es gibt nicht so viele Daten. Eine Lösung heißt Augmentation. Ja, das Wort kennen Sie vermutlich. Augmented Reality, also Anreichern der Realität mit künstlicher Information. Wie können wir das für unsere neuronalen Netze nutzen? Ja, Beispiel. Das ist ein Datensatz, der auch bei Ihnen in der Übung dann vorkommt, das sogenannte MNIST-Datensatz von der amerikanischen Post. Das sind Ziffern, handgeschriebene Zahlen von 0 bis 9. Und die Aufgabe ist, zu erkennen, welche Zahl da jeweils auf dem Fältchen steht. Ja, die Bildchen sind relativ klein, das sind nur 28 mal 28 Pixel. Und es sind insgesamt 60.000 von den Dingern, also 6.000 von jeder Nummer. 6.000 Nullen, 6.000 Einsen und so weiter. Das ist relativ viel, ist aber nicht so viel. Ja, und jetzt ist die Frage, wie könnten wir diesen Datensatz künstlich erweitern auf eine Art und Weise, dass mehr
sinnvolle Bilder dabei rauskommen. Und bei Bildern ist das relativ einfach. Die ganze Augmentation kommt auch letzten Endes aus der Bilderkennungsecke, weil dort ist es sehr, sehr offensichtlich und leicht einzusehen. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel die 5. Ja, ganz hier vorne, links oben im Eck, das ist die Original 5, eine 5, die aus dem Datensatz rausgenommen ist. Und jetzt kann ich die zum Beispiel verändern, indem ich die einfach ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten schiebe. Ja, ich kann die bis zu 5 Pixel nach oben schieben, bis zu 5 Pixel nach unten schieben, dann kann ich 10 Variationen von der 5 machen. Die 5 sieht immer noch ziemlich gleich aus. Aber wenn ich nachher den Input in die Neurone von meinem neuronalen Netz stecke, dann ist ja jedes Pixel verschoben. Das heißt, die Input-Neurone von meinem neuronalen Netz, die kriegt einen anderen Input. Das ist tatsächlich ein anderes Muster für das neuronale Netz, weil das die 5 anders sieht, wie ich die sehe. Ja, also einfach nach oben schieben, nach unten schieben, hilft tatsächlich, neue zusätzliche Eingabebilder, Trainingsbilder zu erzeugen. Ich kann nicht nur oben unten, ich kann auch rechts links schieben natürlich. Ja. Oder in der zweiten Zeile bin ich hergegangen und habe es gedreht. Ja, und gesagt, wir nehmen mal die 5 und drehen sie ein bisschen nach links, wir drehen sie ein bisschen nach rechts. Da kann man auch sagen, in 10 Schritten, ja, kann ich links nach rechts drehen zum Beispiel, links und rechts drehen. In der dritten Zeile habe ich es ein bisschen gestaucht. Ja, wenn jemand die 5 von Hand malt, hinschreibt, kann ja sein, er schreibt sie ein bisschen schmaler oder schreibt sie ein bisschen breiter. Also kann ich das simulieren, indem ich die 5 ein bisschen stauche oder ein bisschen strecke. Nächste Möglichkeit habe ich drunter gemalt noch, ich kann sie schärfen. Ja, weil es könnte ja sein, die 5 muss irgendwo abfotografiert werden. Ja? Die Pakete oder die Briefe müssen abfotografiert werden, um die Zahlen zu lesen. Dann ist vielleicht mal, das eine ist höher, das andere ist niedriger. Dann ist es einmal scharf, einmal unscharf. Also Schärfe, Unschärfe kann ich simulieren. Kann 10 verschiedene Schärfegrade machen. Ich kann sich noch mehr Dinge ausdenken. Ich kann es hell-dunkel machen zum Beispiel. Ich kann die Farben ein bisschen ändern, wenn es farbig ist und so weiter. Und jetzt überlegen wir mal, wie viele Modifikationen kann ich denn da machen? Ja, bei Verschieben haben wir gesagt, oben, unten jeweils 10 oder insgesamt 10, links, rechts 10. Dann sind wir schon bei 100. 100 Variationen kann ich machen durch Verschieben. Dann verdrehen, ja, kann ich nochmal 10 machen. Und das kann ich natürlich anwenden auf jedes von denen da oben. Also bin ich schon bei 1000 Variationen, die ich machen kann. Dann quetschen wir ein bisschen. Wieder 10 Mal. Dann bin ich schon bei 10.000 Variationen, die ich machen kann. Dann tun wir scharf, unscharf machen, wieder 10 Mal, dann bin ich schon bei 100.000 Variationen, die ich machen kann. Jetzt machen wir noch die Helligkeit über 10 Stufen unterschiedlich, da bin ich bei 1 Million Variationen. Das heißt, ich kann aus dieser einen 5 da oben, aus der einen 5, aus der kann ich 1 Million Variationen machen. Und dann jetzt kommen wir in die Größenordnung, wo man sagen kann, ah, jetzt kann ich ein großes neuronales Netz bauen und das große neuronale Netz, das kann das nicht mehr auswendig lernen. Ja, weil ich habe jetzt nicht mehr 6.000 Fünfen zum Training, sondern ich habe 6.000 mal 1 Million, ich habe 6, nein, nicht 6 Milliarden, 6 Billionen Fünfen. Nee, 6.000 mal. 1000 mal mehr. Doch, 6 Milliarden, sorry, ja, ich habe 6 Milliarden Fünfen, die ich da habe. Und das kann keiner mehr auswendig lernen. Und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Ja? Also, das ist eine ganz, ganz mächtige Methode der Augmentation. Sie ist allerdings trotzdem nicht die Lösung für alles, weil alles, was wir hier machen, verändert das ja. Und wenn ich hier Veränderungen mache, die in der Realität nicht vorkommen können, also quasi wirklich künstliche Trainingsmuster generiere, dann nutzt mir das wieder nachher natürlich gar nichts. Also wenn man solche Veränderungen macht, wenn man so einen Augmentation-Filter anwendet, dann ist es extrem wichtig, dass man gut überlegt, dass man solche Veränderungen macht mit den Bildern, die wirklich in der Realität auch vorkommen. Ja, wenn Sie, übliches Beispiel, Verkehrszeichenerkennung im Auto. Ja, Sie fotografieren Stoppschilder und Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und das Stoppschild, wenn Sie das fotografieren, scheint gerade die Sonne und bei der Geschwindigkeitsbegrenzung zum Beispiel, da regnet es. Ja, da ist es dunkler. Jetzt ist klar, es kann auch sein, dass mal die Sonne scheint, wenn man an einem Überholverbot vorbeifährt. Ja. Oder
Es kann sein, dass es regnet, wenn man an der Geschwindigkeitsbegrenzung vorbeifährt. Das heißt, da kann man natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die Farbprofile, die Helligkeitsprofile von dem einen Bild und wende die auf das andere Bild an. Wie gesagt, es muss eben immer so sein, dass es tatsächlich noch echt ist. Weil wenn Sie falsche Bilder trainieren, verfälschte Bilder, die nie nachher vorkommen, dann lernt Ihr neuronales Netz zwar auch was, aber es lernt was, was es nachher in der Praxis nicht brauchen kann. Ein Problem, aber nicht wirklich ein Problem, sondern auch ein Problem, das uns mal wieder eine Chance eröffnet, ein Problem der Sache ist, dass Sie das irgendwie organisieren müssen. Ja, weil Sie können natürlich nicht hergehen und sagen, ich habe jetzt eine 5 und da mache ich jetzt eine Million Variationen davon und die lege ich alle auf meine Festplatte und die Bilder lade ich dann alle nachher zum Training, sondern das muss man anders machen. Das schauen wir uns nachher noch an. Wie man sowas implementieren kann. Aber ich glaube, erst nach der nächsten Regel schauen wir uns das an. Man muss das natürlich on the fly irgendwie machen. Ja, was Sie tatsächlich im Training machen, Sie haben eine Trainingsschleife, irgendwie vor X in und dann kommt Ihr Datensatz und dann wird mit jedem Bild zum Beispiel trainiert. Und üblicherweise, wenn man wenig nachdenkt, dann iteriert man eben mit dieser Vorschleife über einen Tensor, über jede Schicht eines Tensors oder sowas, über jedes Bild aus einer Liste. Man kann aber natürlich auch über ein Iteratorobjekt iterieren, das jedes Mal, wenn es das nächste liefern soll, so ein Muster dynamisch erzeugt. Und genau das muss man machen. Ja? Sodass, wenn ich dem Iterator 1000 Mal sage, gebt mir eine 5, gebt mir eine 5, gebt mir eine 5, gebt mir eine 5, dann nimmt er vielleicht jedes Mal die gleiche 5 aus dem Datensatz, aber macht jedes Mal irgendeine dieser Modifikationen herum, sodass, wenn Sie 1000 Mal eine 5 haben wollen, von dem Ding jedes Mal eine andere 5 zurückkommt. Wir schauen uns nachher an, wie man das in Julia macht. In anderen Programmiersprachen geht es natürlich genauso, in Python geht es genauso. Aber erst nach der nächsten Regel, weil da gilt das Gleiche nämlich auch noch. Nächste Methode. Maskieren. Karneval in Venedig. Ja, da laufen die Leute mit Masken rum. Es geht jetzt um Maskierung. Was meine ich damit? Es geht wieder darum, was wir mit unseren Daten machen. Wir können Augmentation machen, also versuchen, realistische Varianten zu bauen. Man kann auch unrealistische Varianten bauen, zum Beispiel, indem man einfach ein Rauschen über das Bild legt. Ja? Ein graues Rauschen über das Bild legt. Das kann sinnvoll sein, ja? Damit das neuronale Netz auch so ein verrauschtes, undeutliches Muster noch richtig zuordnen kann, noch richtig erkennen kann. Man kann jetzt darüber streiten, ob das noch Augmentation ist oder schon nicht. Ich meine, es ist definitiv kein Augmentation, weil die Wirkung von so einem Rauschen ist eine komplett andere als die beim Augmentation. Ja, Augmentation erweitert unseren Datensatz dahingehend, dass das neuronale Netz besser nicht mehr alles lernen kann, während der Noise, der versteckt einen Teil unserer Daten. Ja? Besser als so ein grauer Noise ist nämlich auch ein weißer Noise oder ein schwarzer Noise, eigentlich müsste man es ja invertieren, ja? Also ein Null-Noise. Weil Sie wissen ja schon, auch von den einfachen Oder-Beispielen, Null heißt nichts im neuronalen Netz. Ja, wenn irgendwo eine Aktivierung 0 ist, dann wird da nichts weitergegeben, dann trainiert nichts, dann weiß das neuronale Netz nicht, ob es richtig oder falsch ist. Und 0 ist einfach gar nichts. Also wenn ich 0 an die Input-Neurone anlege, dann ist es so, wie wenn ich einfach gar nichts mache. Deshalb ist es eine ziemlich spannende Sache, künstliche Nullen da reinzuwerfen. Ja? Also Null Noise, wie hier zum Beispiel zu machen. Oder noch besser, noch interessanter, wir machen das nicht als Rauschen da zufällig drauf, sondern wir kleben null Patches drauf, also null Pflaster drauf. Wir decken ein Stück ab. Wir radieren ein Stück aus vom Muster sozusagen. Was passiert denn dann? Stellen Sie sich mal den Extremfall vor, wir würden die ganze linke Hälfte von der 5 wegradieren und nur noch die rechte Hälfte lassen. Dann sagen wir dem neuronalen Netz, du, ich will von dir, dass du die 5 erkennst, und zwar auch, wenn du nur die rechte Hälfte siehst.
Und jetzt gibt es andere Fünfen, da radieren wir die rechte Hälfte weg und lassen die linke Hälfte dran. Und dann sage ich dem neuronalen Netz, ich will, dass du die Fünfer kennst, auch wenn du nur die linke Hälfte siehst. Das heißt, das neuronale Netz kann jetzt nicht mehr einfach alle Fünfen angucken und schauen, was ist denn das Offensichtlichste, was den Fünfen gemeinsam ist. Und das nehme ich dann, um die Fünf zu erkennen, sondern das neuronale Netz muss jetzt auch so eine halbe Fünf erkennen können und muss auch die andere halbe Fünf erkennen können. Das heißt, das neuronale Netz wird dazu gezwungen, nicht nur einen Weg zu finden, eine Fünf zu erkennen, sondern mehrere Wege zu finden, das Problem zu lösen. Das führt natürlich dazu, dass die neuronalen Netze größer werden müssen. Ja, wenn das neuronale Netz mehrere Wege finden muss, um das gleiche Problem zu lösen, muss es wieder größer sein. Ja, widerspricht aber nicht unsere Rule Number One, weil ja, die ist ja nur relativ gedacht. Also, dann muss das neuronale Netz größer sein, aber dann lernt es mehrere Regeln, mehrere Methoden, das Problem zu lösen. Und wenn es nachher eine echte 5 sieht, als Ganzes wieder, dann erkennt es die linke Hälfte, es erkennt die rechte Hälfte und ist sich ganz sicher, dass es eine 5 ist. Oder es kennt nur die linke Hälfte und erkennt die 5 trotzdem, obwohl die rechte Hälfte anders gezeichnet ist als üblich. Ja, also deshalb. Abdecken mit Weiß ist eine ganz mächtige Methode, das neuronale Netz zu regularisieren und das neuronale Netz vom Streber zu einem Versteher zu machen, zu einem Ingenieur zu machen. Ja, weil in dem Moment, in dem das neuronale Netz eben nicht nur die Pixel auswendig gelernt hat, sondern mehrere Methoden auswendig gelernt hat, wie man eine 5 erkennen kann und dann diese Methoden in der Kombination anwenden kann, das ist schon eher so was wie Verstehen. Ja, das ist schon was Intelligenteres, was Vernünftigeres. Und dieses Noisen und Maskieren, Rauschen und Maskieren, kann man ähnlich natürlich implementieren wie das Augmentation. Ja, auch wieder on the fly, den Iterator bauen, der einem das macht. Das ist sehr, sehr, sehr mächtig. Bei Bilderkennungsgeschichten, wenn man Fotos als Eingabe hat, ist das immer sehr, sehr anschaulich. Ja, wenn Sie irgendein anderes abstraktes Problem haben mit irgendwelchen ganz anderen Daten, Bankdaten, Börsendaten, Kundendaten von irgendeiner Firma, da ist es gar nicht so einfach zu sagen, wie mache ich jetzt Augmentation. Ja, Noise ist vielleicht einfacher, aber vielleicht auch gar nicht ganz so. Ja, es kann sein, wenn man manche Daten weglässt, dann sind die Daten kaputt. Also man muss sehr gut überlegen, wie man diese Filter Augmentation und Noise anwendet. Aber wenn man es schafft, da eine gute Möglichkeit zu finden, dann ist das der Schlüssel dazu, dass das neuronale Netz nachher kein Streber ist, sondern richtig intelligent. Jetzt müssen wir noch kurz angucken, denke ich, wie man sowas implementiert. Kommen wir langsam Richtung Ende. Forget it all. Regel Nummer 6. Was heißt das? Die Mediziner, die Psychologen, die sind sich relativ sicher, dass der Schlüssel oder ein Schlüssel zu unserer Intelligenz darin besteht, dass wir uns nicht alles merken können, was wir so im Laufe unseres Lebens sehen, sondern dass wir einen relativ gezielten Filter haben, der uns nur ganz bestimmte Dinge merken lässt. Und nur wenige Dinge tatsächlich in unser Langzeitgedächtnis übernimmt. Das ist sehr wichtig. Menschen, bei denen das gestört ist, die sich mehr und sehr viel einfacher alles merken können, die haben meistens ein Problem, die haben echte psychologische Probleme. Das ist eine Krankheit. Also kann man sich überlegen, dass es vielleicht auch für unsere künstlichen neuronalen Netze gar nicht so schlecht wäre, wenn sie wieder vergessen würden. Vor allem eben vor dem Hintergrund der Regularisierung. Wenn wir nicht wollen, dass unser Netz ein Streber ist, dann sollte es die Möglichkeit haben, zu vergessen. Ja? Wie kann man sowas hinkriegen? Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Ja? Mal die nächste Folie. Und zwar habe ich hier meine Formel hingeschrieben und Sie sehen, was ich hier mache, ist der erste Term oder der erste Summ. Hier vorne drin, das ist einfach unsere normale Lernregel, ja, die einfache Delta-Regel.
mit der wir unser Delta W aus dem Gradienten berechnen. Und jetzt ist noch ein zweites Stück hier dabei. Und dieses zweite, das heißt einfach, nimm das aktuelle Gewicht W, multipliziere es mit einer kleinen Zahl und zieh das ab. Ja, das bedeutet also, wenn W positiv ist, wird es abgezogen, wird es kleiner. Wenn W negativ ist, was auch sein kann, wird es abgezogen, also dazu addiert, wird es größer. Das heißt, in jedem Fall wird nach dieser Berechnung unser W betragsmäßig etwas kleiner. Ja, das heißt, wenn wir irgendwo ein Gewicht haben, unser neuronales Netz, das mehrmals im Training nicht modifiziert wird, weil es vielleicht schon richtig ist, dann wird trotzdem dieser Term hier zugreifen und wird das W immer kleiner machen. Das heißt, die Gewichte verkümmern alle mit der Zeit. Jedes Gewicht, das nicht aktiv gepflegt wird sozusagen und auf den richtigen Weg hingezogen, auf den richtigen Wert hingezogen wird, jedes Gewicht wird dann mit der Zeit verkümmern und verschwinden. Das heißt, es ist immer ein aktives Training nötig und das aktive Training arbeitet quasi gegen das Vergessen. Das kann man sich vorstellen, dass das eine sehr, 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 sehr gute Regularisierungsmethode ist. Ist es auch. Das einzige Problem, nein, zwei Probleme gibt es bei der Sache. Das Problem, das erste Problem ist, wenn das D zu groß ist, dann geht natürlich gar nichts mehr. Ja, dann macht man durch das Vergessen einfach das Lernen immer wieder kaputt. Das heißt, das D muss relativ klein sein und es ist in der Praxis auch gar nicht so einfach, ein D in der richtigen Größe zu finden. Typische Werte sind irgendwie 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 4 manchmal. Es gibt neuronale Netze, die dann bei 10 hoch minus 5 schon nicht mehr funktionieren, weil sie zu stark vergessen. Da braucht man vielleicht auch 10 hoch minus 7. Also man muss mit relativ kleinen Werten für D arbeiten. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass man das wo machen muss. Man muss das dort machen, wo man den Gradienten berechnet. Wenn man jetzt ein neuronales Netz programmiert, ein künstliches, so wie Sie das im Moment tun, nämlich richtig schön von oben bis unten alles ausprogrammiert, dann ist es kein Problem. Ja? Da, wo Sie Ihr Delta W oder ihr W gleich W plus Delta W hinschreiben, da können Sie natürlich das einfach dahinter schreiben, kein Problem, zack, quatsch, fertig. 99% der Leute, die neuronale Netze hinschreiben, nicht programmieren, sondern hinschreiben, die machen das aber nicht so. Ja, die nehmen ein Framework, die nehmen TensorFlow, sie nehmen PyTorch oder Torch oder MixNet oder was auch immer. Und da ist das alles unter der Motorhaube. Ja, die Leute haben ja keinen Zugriff auf die Gewichte. Was sind die Gewichte? Ja, das ist irgendwo in der Maschine drin. Die schreiben ja nur hin Train oder Optimize und irgendwas passiert dann da. Das heißt, jemand, der so arbeitet, der nicht die Motorhaube aufmacht und im Motor rumschraubt, der hat keine Chance, direkt an der Stelle die Gewichte zu modifizieren. Der muss es also irgendwie anders machen. Und das Interessante ist, das Schöne ist, das geht. Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Man nennt den Trick L2-Regularisierung und ich rechne es gleich mit Ihnen aus, wie die L2-Regularisierung funktioniert. Der Trick ist eben, wir versuchen die Gewichte zu modifizieren, nicht indem wir an der Stelle, wo wir den Gradienten in der Hand haben, am Gradienten drehen sozusagen, sondern indem wir an der Lossfunktion drehen. Wir schreiben einfach einen Term zusätzlich zur Lossfunktion dazu. Und zwar den hier. Wir schreiben dazu die Summe über alle WIJ im Quadrat. Das heißt, alle Gewichte, die gerade in meinem Layer drin sind, werden quadriert und zusammen addiert. Und das Ganze noch durch die Zahl der Gewichte geteilt, ja, damit die Zahlen nicht riesig werden, also normiert das Ganze. Und unser D ist natürlich auch wieder mit drin, logisch, ja. Also D durch N, beziehungsweise D durch 2N, weil es ist ein L2-Prinzip, das hier dahinter steckt. Also D durch 2N und dann die Summe über alle Quadrate. Und was macht uns das? Was bringt uns das? Was kommt dabei raus? Das muss ich Ihnen an der Tafel mal hinschreiben. Einen Moment.
Also, ich habe Ihnen hier die Formel mal hingeschrieben und Sie sehen, wir addieren einfach die Quadrate der Gewichte nochmal zum Los dazu. Was hat das für eine Auswirkung? Naja, jetzt müssen wir wieder unseren Gradienten berechnen. Ja, unser Gradient insgesamt. Die L2 nach dWij, der ist jetzt eben unser normaler Gradient. dL nach dW plus d nach dW iJ von d ist unser Decay-Term, das kleine d, durch 2n mal die Summe der W. Ich mache mal wieder, wie vorher bei den Ableitungen auch, einen anderen Index, WKJ im Quadrat, weil I ist ja jetzt genau eines davon. Ja, also brauche ich hier einen neuen Buchstaben. Und wie immer, Sie erinnern sich, war das ja so, wir haben hier unser neuronales Netz. Und K ist jetzt hier 1, 2, 3. Und eines davon ist ein I, also zum Beispiel das hier, sei das I. Und es ist wieder so, dass natürlich nur überhaupt relevant ist, das Gewicht, bei dem K gleich I ist. Ja, hier ist K gleich I. Wenn ich das ableite, wenn ich die Summe ableite, dann sind alle Summanden, bei denen das I, das WIJ, gegen das ich ableite, überhaupt nicht drin sind. Alle die Summanden, die fallen natürlich weg. Das heißt, wenn ich das hier ableite, dann steht hier vorne mein normaler Gradient aus dem Square-Loss oder aus der Kreuzentropie oder wie auch immer. Also das ist der normale Gradient, den ich hier habe. dL nach dWij plus, und hier fallen alle Summanden weg, bei denen nicht k gleich i ist, das heißt, da bleibt nur mein wij übrig und das muss ich ableiten. Ja, w Quadrat, was ist das abgeleitet? W Quadrat ist einfach 2w und da ich vorne d durch 2n stehen habe, kürzt sich noch die 2 weg. Das heißt, da bleibt einfach stehen d durch n mal wij. Ja, und jetzt kann ich mein Delta w wieder berechnen als minus Eta mal meinen Gradienten dL nach dWij plus d durch n mal WIJ. Ja, das Minus kommt hier natürlich mit rein. Und wenn Sie jetzt eine Folie nach vorne gehen, kann ich, ja, dann sehen Sie, was haben wir hier für unsere unter der Motorhaube-Methode berechnet. Da haben wir gesagt, Motorhaube auf und zusätzlich zu dem Gradienten, den wir hier haben, noch ein Stück, ein kleines Teilchen vom aktuellen Gewicht abziehen. Und was haben wir jetzt bei diesem Gradienten? Genau das Gleiche. Ja? Der einzige Unterschied ist, dass das noch durch n geteilt wird. Aber das verändert nur ein bisschen die Größe von unserer Weight-Decay-Konstanten. Ja? Wir ziehen wieder, das Minus kommt hier rein, wir ziehen wieder ein Teil des aktuellen Gewichtes jeweils ab. Ja, das heißt, Sie sehen was Wunderbares hier. Die L2-Regularisierung, die bauen wir ein in der Loss-Funktion und durch das Ableiten, durch die Gradientenberechnung erscheint nachher im Gradienten exakt genau der gleiche Term, den wir auch hätten, die gleiche Modifikation, die wir auch hätten, wenn wir die unter der Motorhaube-Modifikation gemacht hätten. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass wir eben nicht mehr direkt an die Ws dran müssen, sondern dass wir nur die Loss-Funktion verändern müssen. Sehr, sehr, sehr praktisch. Ja. L2-Regularisierung. Autograd baut uns das sozusagen innen mit rein. Also, Sie sehen, so können wir das hier austricksen und können auf diese Art und Weise Weight Decay implementieren, ohne dass wir tatsächlich
eingreifen müssen direkt in den Gradienten, sondern wir machen es nur über die Loss-Funktion. Sehr schöne Sache. Wenn es eine L2-Regularisierung gibt, dann gibt es natürlich auch eine L1-Regularisierung. Und was ist jetzt die L1-Regularisierung? Ja, das ist ganz einfach. Statt einem L2-Term nehmen wir jetzt hier das L1-Prinzip. Das heißt, wir addieren nicht die Quadrate unserer Gewichte, sondern wir addieren nur die Gewichte selbst. Das führt zu einem bisschen einem anderen Effekt. Den muss ich Ihnen auch kurz an der Tafel reinschreiben. Kurzen Moment. Gut, ich glaube, ich brauche gar nicht alles jetzt im Detail hier das wieder erklären. Es ist völlig klar, wie das funktioniert. Ich muss wieder meine Summe hier ableiten, um den Gesamtgradienten meiner regularisierten Loss-Funktion zu bekommen. Und die Ableitung dieses Summanden hier, die ist natürlich relativ einfach, weil es gilt wieder, dass nur das WIJ überhaupt, das ich betrachte, hier eine Rolle spielt. Das heißt, von allen Summanden in dieser Summe wird wieder nur ein WIJ übrig bleiben und das aber als linearer Term und der abgeleitet. Dann verschwindet das W komplett. Das Einzige, was übrig bleibt, ist das Vorzeichen vom W. Ja? Das heißt, dass dieser Term hier abgeleitet, oder ich schreibe es mal vielleicht wieder so wie vorher ganz hin. Wie habe ich es denn vorher hingeschrieben? Delta W habe ich geschrieben, genau. Also Delta WIJ ist gleich minus Eta mal meinem normalen Loss abgeleitet nach dWIJ plus und jetzt die Ableitung von diesem Term und das ist natürlich nichts anderes als d durch n mal dem Vorzeichen von meinem WIJ. Das heißt, die Größe meiner tatsächlichen Gewichte spielt jetzt hier überhaupt keine Rolle mehr. Klammer noch zu, spielt gar keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch um das Vorzeichen und es geht immer in der gleichen Schrittgröße weiter. Also, weil das so wichtig ist, hier nochmal die Zusammenfassung. YDK kann man entweder implementieren unter der Motorhaube, ganz richtig, indem man die Gewichte modifiziert, oder als L2 oder als L1-Regularisierung. Der Unterschied L1, L2 liegt auf der Hand. In der L1-Regularisierung haben wir immer die gleiche Schrittgröße. Da wird die Größe des Vergessens, also der Teil, um den die Gewichte reduziert werden, wird nur bestimmt durch unseren Decay-Parameter. Das heißt, große Gewichte werden auch nur um den kleinen Teil reduziert, kleine Gewichte werden auch um den gleichen Teil reduziert. Während bei der L2-Reduzierung große Gewichte eben anteilsmäßig mehr reduziert werden als kleine Gewichte. Man kann sich vorstellen, meistens ist L2 die bessere Methode, aber es kann durchaus Fälle geben, in denen auch L1 mal sinnvoll ist, weil L1 eher natürlich dazu führt, dass nur schwach gelernte Dinge wieder vergessen werden und stark gelernte Dinge, also die Dinge, die schon sehr stark in die Neuronen unseres künstlichen neuronalen Netzes eingebrannt sind mit großen Gewichten, die werden bei der L1-Regularisierung stark erhalten, weil die ja dann im Verhältnis weniger vergessen werden. Also es führt dazu, dass das neuronale Netz tendenziell eher weniger Muster, aber die besser lernt. Wie gesagt, das hängt immer vom Einzelfall ab. Man muss aber alle Methoden kennen, um eben in jedem Einzelfall sich überlegen zu können, was jetzt richtig ist. Das ist die Kunst an der Sache. Sagt niemand, dass es einfach ist. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, den Schweizer Käse. Was meine ich damit? Dropouts sind gemeint. Ja, wir machen aus unserem dicht verdrahteten künstlichen neuronalen Netz ein Schweizer Käse, der Löcher hat.
Dropouts. Was steckt da dahinter? Was ist da der Sinn der Sache? Das Ding kommt natürlich auch wieder aus der Ecke von Geoffrey Hinton. Ist auch noch gar nicht so ganz alt, die Idee. Ja? Und die Motivation, die die Leute aus seiner Arbeitsgruppe hier mitpubliziert haben, die geht wieder von einer biologischen Idee aus. Und zwar führen die das ja ein bisschen vielleicht weit hergeholt, aber darauf zurück, dass sie sagen, in der natürlichen Evolution sollte man eigentlich davon ausgehen, dass so eine lineare, gradientenbasierte Optimierung eben das Beste ist. Und so eine Optimierung müsste eigentlich in einer asexuellen Vermehrung auch münden. Das heißt, ich habe ein Individuum, das vererbt seine Eigenschaften und die werden nach und nach durch zufällige Veränderungen langsam immer besser. Wenn man eine sexuelle Vermehrung dazu nimmt, das heißt, die Eigenschaften von zwei Individuen miteinander kombiniert, dann ist eigentlich, was passiert, ist eine Störung des Optimierungsprozesses. Die Optimierung kann ja nicht mehr so gut funktionieren, weil dann kommen plötzlich Gene von außerhalb mit rein, die völlig gar nichts mit meiner Optimierung, die ich hier betreibe, zu tun haben. Und das ist eigentlich eine Störung. Es sollte eigentlich in der Natur, wenn man sich das so überlegt, die asexuelle Vermehrung der bessere Optimierungsalgorithmus sein. Tatsächlich stellt man fest, ist es nicht. Ja? Asexuell funktioniert sogar auf Dauer gar nicht. Wie kann das sein? Naja, diese Störung ist nicht wirklich eine Störung, sondern die Störung sorgt eben dafür, dass immer mal wieder so ein Stück zurückgesetzt wird oder dass ganze Teile ausgetauscht werden. Es kann sein, dass zwei Populationen irgendwo auf der Welt, in Asien und in Afrika, getrennt voneinander ihre eigene Optimierung machen und dann kommen zwei Individuen zusammen und die Gene überkreuzen sich. Und dann gibt es eine Mischung und dann können wieder Nachkommen hervorkommen, die vielleicht beide also negative Eigenschaften von beiden haben oder die positive Eigenschaften plötzlich zusammen haben. Auf die Art und Weise, nur auf die Art und Weise sind evolutionäre Sprünge möglich. Solange unser Gradientenoptimierer, unser Steepest Descent-Optimierer, also ich gehe immer auf meiner Fehlerfläche, da wo es bergab geht, solange der einfach immer dem Gradienten nachläuft, sind es immer nur ganz kleine Schritte, die da möglich sind. Da ist nie ein großer Sprung möglich. Aber dadurch, dass hier eine Störung kommt und was Fremdes miteinander gemischt wird, sind eben auch ganz große Schritte und große Sprünge über meine Fehlerfläche möglich, sodass ich ganz woanders landen kann, wo ich vielleicht nie hinkommen würde mit meinen kleinen Bergabschritten. Und die Idee ist eben, kann man sowas vielleicht in unsere neuronale Netze einbauen? Und die Idee aus der Gruppe in Toronto war eben, ja, wir probieren es mal mit Dropouts. Also wir probieren mal, Teile der Neurone einfach auszuschalten. Und das funktioniert tatsächlich. Ja, wenn man Teile der Neurone ausschaltet, ich gehe nochmal, ja, geh noch mal zurück, wenn man Teile der Neurone ausschaltet, dann bleibt ja quasi ein kleineres neuronales Netz übrig. Und das kleine neuronale Netz, das muss jetzt lernen, das Problem zu lösen. So, und jetzt kommt die nächste Optimierungsrunde und dann schalte ich wieder Teile aus, aber andere. Ja, ich wähle die jedes Mal zufällig aus. Und dann muss das neuronale Netz wieder, dann sieht es anders aus. Ja, das sind vielleicht die, die jetzt ausgeschaltet sind, sind eingeschaltet. Und dann muss das andere neuronale Netz wieder lernen, das gleiche Problem zu lösen. Das heißt, wir bekommen wieder die Situation wie bei der Maskierung, dass wir unser neuronales Netz dazu, dass wir unser neuronales Netz dazu zwingen, auf verschiedene Art und Weisen dasselbe, das gleiche Problem zu lösen. Und am Ende mehrere Lösungen hat für das Problem und die alle gemeinsam dann am Schluss aber benutzen kann. Das ist die Macht von Dropouts. Ja, wenn man mal schaut, wie gut es geht, hier ist ein Beispiel. Eines der ersten Beispiele, die mit Dropouts hier gemacht wurden. Der Datensatz, den werden wir noch öfters sehen, den werden Sie noch öfters sehen. Das ist ein Datensatz von der amerikanischen Post. Da sind die Ziffern von 0 bis 9 handgeschrieben. Und die Idee ist, die soll man erkennen. Das ist so ein Spieldatensatz, ja. Und Sie sehen hier ohne Dropouts und mit Dropouts. Und mit Dropouts kommt man deutlich weiter.
Wenn Sie die Zahlen angucken, das ist nicht so ganz brutal, wie viel weiter man hier kommt, ja, weil, ja, was sind das? 1,7%, 1,2%, also es ist ein halbes Prozent Fehler. Aber ganz am Ende, ob ich bei 99,2 bin oder 99,7 oder 98,3, 98,5 bin, Prozent korrekt, das spielt eine Rolle. Ja, an der Stelle spielt tatsächlich sowas eine Rolle und das kriegt man mit Dropouts hin. Problem bei Dropouts ist, dadurch, dass ich natürlich einen großen Teil des neuronalen Netzes ausschalte, wird das Training sehr viel langsamer. Ich brauche sehr viel länger, ich brauche vielleicht auch ein größeres neuronales Netz. Wenn ich die Hälfte der Neurone ausschalte, ist das neuronale Netz effektiv ja immer nur halb so groß. Also muss es insgesamt vielleicht doppelt so groß sein. Also ich brauche ein größeres neuronales Netz, ich brauche längere Trainingszeiten und deshalb doppelt längere Trainingszeiten, natürlich. Aber es bringt was. Mein Tipp ist, machen Sie es erst am Schluss. Ja, wenn alles andere optimiert ist, dann kommen die Dropouts noch ins Spiel, weil sonst müssen Sie die ganze Zeit mit diesen langsamen neuronalen Netzen arbeiten. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung. Das ist ein neuronales Netz, das Sie sehen, da oben ohne Dropouts geht es sehr schnell ins Overfitting. Ja, wir sehen hier schon nach 10 Epochen, fängt es an, ins Overfitting zu rennen. Und mit Dropouts braucht es sehr viel länger. Ja, wir gehen hier bis 40 Epochen, da oben geht die Skala nur bis 20 Epochen. Aber Sie sehen, selbst nach 40 Epochen sind wir eigentlich noch nicht richtig im Overfitting. Ja, die Dropouts verhindern eben auch das Overfitting, weil das neuronale Netz ja immer wieder anders ist. Dadurch, dass ich Neurone ausschalte, kann der Streber nicht auswendig lernen. Weil die Neurone, die gerade angefangen haben, was auswendig zu lernen, die sind dann plötzlich weg. Und dann muss er was anderes suchen. Auf die Art und Weise verhindere ich das Overfitting. Ich verhindere aber natürlich auch das Lernen. Also auch hier kann es passieren, dass man am Ende gar nichts mehr lernt. Aber es kann eben auch passieren, dass durch die Verhinderung des Overfittings die Insgesamt-Accuracy tatsächlich sogar größer wird als vorher. Reden wird langsamer und besser. Dropouts. Ja. So, das sind sie, unsere Methoden der Regularisierung. Und welche davon müssen Sie verwenden? Alle, ganz klar. Ja, das ist Ihr Werkzeugkasten, den müssen Sie anwenden. Natürlich nicht alle auf einmal, aber Sie müssen alle austesten, eigentlich in jedem Projekt, und ausprobieren, was welche Methode bringt. Und für Ihr neuronales Netz einfach alles benutzen, jede Chance nutzen, die es sich Ihnen bietet, zu verhindern, dass Ihr Netz ein Streber wird. Das sind mindestens diese Methoden, die es hier gibt. Das sind natürlich irre viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Und wenn Leute das nicht systematisch machen, dann probieren die halt wild rum. Und da künstliche neuronale Netze ja lernen und sich anpassen an ein Problem, und deshalb von selbst sich auch optimieren, funktioniert das sogar. Also blindes, wildes Rumprobieren funktioniert sogar bei künstlichen neuronalen Netzen. Ist zwar nicht ein kluger Ansatz, weil er viel zu viel Zeit, vor allem viel zu viel Rechenzeit braucht, weil er auch zeigt, dass derjenige, der es macht, nicht wirklich Ahnung hat von dem, was er tut. Aber es funktioniert und deshalb gibt es solche Cartoons, ja, wie den hier, diesen XKCD-Cartoon, wo hier Machine Learning, das Wesen des Machine Learnings gezeigt wird. Das ist unser Machine Learning-Algorithmus. Das ist ein großer Haufen, auf den man alle Daten und alles, was man hat und alle Methoden draufwirft und hofft, dass irgendwie das Richtige dabei rauskommt. Ja? Und dann fragt der andere, ja, was machst du, wenn nicht das Richtige dabei rauskommt? Ja, dann rühre ich nochmal ein bisschen da drin rum und vielleicht kommt ja dann das Richtige dabei raus. Ja, also verblüffenderweise, diese Vorgehensweise, die funktioniert sogar bei neuronalen Netzen. Aber wie gesagt, wenn wir das als Wissenschaftler betreiben, wenn wir nicht nur Kindergartenkinder sind, die damit rumspielen und sich eben mit kindlicher Freude daran freuen, dass es auch von allein funktioniert, obwohl ich nicht viel davon verstehe, dann müssen wir das systematisch machen. Also testen Sie die Regularisierungsmethoden Stück für Stück durch in Ihren neuronalen Netzen und wenden Sie sie gezielt an und lernen Sie, welche Methoden für ein bestimmtes Problem, für ein bestimmtes neuronales Netz, für einen bestimmten Datensatz
tatsächlich wichtig sind. Denn was wir machen müssen, sind, da bin ich, haha, was wir machen müssen, sind Vorhersagen. Ja, wir müssen die Zukunft vorhersagen, die Außenwelt vorhersagen, das vorhersagen, was nicht in unseren Trainingsdaten drin war. Und das ist schwierig. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ja, ich mag dieses Bild hier, berühmter Holzstich vom Flammarion, Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, wo er einfach auch zeigen wollte, der Mönch, der hier an den Rand der Erdscheibe geht und nach draußen schaut und da draußen die Himmelsmechanik sieht, wo die Sterne aufgehängt sind und die Planeten aufgehängt sind und sich da bewegen, ja. Also wenn man in der Kuppel auf der Flacherde sitzt und sich die Himmelsmechanik anguckt, dann kann man alles schön vorhersagen, kann Modelle bauen. Aber was passiert, wenn man rausschaut? Wenn man rausschaut aus seiner abgeschlossenen Welt, eine neue Welt betrachtet, außerhalb der Himmelsglocke, der Himmelskuppel, dann ist sehr schwer. Im Prinzip kann man nicht sagen, was dort ist. Man kann nicht sagen, wie es dort aussieht. Aber genau das wollen wir mit unseren neuronalen Netzen probieren. Sie haben immer einen begrenzten Datensatz, mit dem sie trainieren. Und in den praktischen Anwendungen sollen die Dinger praktisch immer angewendet werden auf neue Daten, die eben nicht im Trainingsdatensatz drin waren, die eben unbekannt sind. Das heißt, das neuronale Netz muss seinen Kopf durch die Kuppel nach draußen strecken und sollte möglichst gutes Wissen eben dann auch schon haben, was da draußen ist. Also das draußen ist das, was uns interessiert, nicht das drinnen. Nochmal von der Seite betrachtet eben, warum wir Regularisierung brauchen und warum Regularisierung eigentlich das ist, worum es überhaupt geht bei der ganzen Sache, die wir hier treiben.